So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute geht es ja um Ölverlust. Ich habe hier einen E46 aus Baujahr 2000, 316er. Und der hat ziemlich starken Ölverlust. Im Stand, beziehungsweise der lief jetzt im Stand und wie gesagt, da lief halt unten das Öl ja einfach so durch. Das war ziemlich viel. In der Wanne aufgefangen war das bestimmt schon über einen Liter nach kurzer Zeit. Und da geht es jetzt darum, die Ölundichtigkeit zu finden. Jetzt müssen wir mal schauen, wo das herkommt. Dafür habe ich hier meine Lampe und würde sagen, ich schaue jetzt mal. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir das repariert bekommen. Also hier unten kann man sehen, da ist ziemlich viel Öl auch. Und der Ölfilterflansch scheint auch ziemlich ölig zu sein. Der schwitzt überall so ein bisschen. Der schwitzt, aber ich glaube nicht, dass hier durch jetzt so viel Öl da unten auch rausläuft. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich glaube, was wir machen müssten ist, also ich habe da eine Wanne drunter gelegt. Ich gucke mal, wie viel da jetzt drin ist. Also da ist jetzt gar nicht mehr so viel runtergelaufen, aber ich würde sagen, ich mache jetzt unten einmal die Unterbodenverkleidung ab. Dann können wir uns das Ganze nochmal von unten anschauen, gucken, wo es halt entlang läuft und dann hoffentlich die Ursache auch finden. Ölfilterflansch wäre eine Vermutung, ist eine Krankheit bei den Dingern, dass der Flansch oder Ölfilter hier oben drauf sitzt, geht das hier unten ran an den Motorblock. Und da ist eine Dichtung mit zwei Dichtringen und ja, die werden gern mal undicht und verlieren dadurch Öl. Aber hier ist es halt, ist schon ziemlich viel, was hier rausläuft. Ja, deswegen einmal unter Bodenverkleidung ab und dann gucken wir mal, was es ist. So, jetzt liegen wir hier unterm Auto. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Und sehen, das ist alles voller Öl. Also hier eine Ölwanne hinten sieht man sogar, das ist richtig frisches Öl. Also wie gesagt, das wurde wohl vor kurzem gewechselt, das Öl. Der Ölfilterflansch wurde wohl abgedichtet. Aber wenn wir uns das so ansehen, also hängt da an den ganzen Schrauben, also das ist jetzt die Ölwanne, die hier so zu sehen ist. Da hängt überall frisches Öl dran. Das läuft halt übers komplette Lenkgetriebe. Und dann runter. Ich habe jetzt gerade die Pappe hier abgemacht. Und in der Pappe lag halt auch richtig Öl drin. Also die kam runter und dann lief das da richtig raus. Ja. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Also die Vermutung liegt nahe, dass wirklich dieser Ölfilterflansch, der hier, ja, sieht man das von hier? Jetzt muss ich euch das mal hier zeigen. Der sitzt da oben. Dass der tatsächlich undicht ist, dass er vielleicht, ja, entweder die Dichtung beschädigt worden sind oder ja, nicht festgezogen wurde, das Teil. Ja, das heißt, ich muss da jetzt ein bisschen dran rumbauen. Ich glaube, der Generator muss oben raus. Ja, würde ich sagen, wir gucken uns das jetzt mal von oben an. Ob das wirklich ist, ja, und dann müssen wir Ersatzteile besorgen. So Leute, guckt euch das an. Ich habe die Karre jetzt mal laufen lassen. Und dann suppt die Scheiße richtig raus. Ey.
Jetzt müssen wir mal oben gucken. Ja, ist definitiv der Ölfilterflansch. Das sieht man hier richtig gut. Da hat der Junge Kacke gebaut beim Zusammenbauen. Ja, ich würde sagen, zerlegen und einmal reparieren. Ich habe jetzt gerade noch schon mit BMW telefoniert. Die Teile da, mit dem Teilemenschen, der hat mich gut beraten. Er hat gesagt, ich brauche mir das Rückschlagventil, ein paar Dichtungen etc. Und dann läuft das alles schon. Deswegen fahre ich jetzt eben mal dahin, hole die Teile und dann können wir direkt weitermachen. Ich würde sagen, bis gleich. So, ich habe die Teile besorgt. Das heißt, das ist einmal diese Dichtung hier für den Ölfilterflansch. Das ist eine Papierdichtung. Dazu hat mir der Teileverkäufer bei BMW gesagt, soll ich am besten noch so eine Flüssigdichtung nehmen, so ein Hylomar halt, die einschmieren und dann einmal das Rückschlagventil mit den beiden Dichtringen hier drauf. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Dazu müssen wir jetzt einmal die Batterie abklemmen, den Keilriemen lösen, die Lichtmaschine einmal ausbauen und dann kommen wir auch an den Ölfilterflansch komplett dran. Ja, würde ich sagen. Machen wir mal. Solltet euch natürlich den Verlauf des Keilriemens merken, bevor ihr an der Spannrolle hier löst mit dem 15er Schlüssel. Einmal runterdrücken, den Riemen von der Lichtmaschine ziehen. So, das hätten wir schon mal geschafft. So, um hier unten gescheit dran zu kommen, bauen wir jetzt einfach mal den Luftfilterkasten aus. Dafür müssen wir hier so ein paar Stecker ziehen, den hier so beiseite schieben mit dem Luftmassenmesser. Den lösen wir jetzt einmal auch hier an der Drosselklappe. Da gehen wir mal ganz fein mit dem Schraubendreher dran. Dann mal die Schelle lösen. Und legen das Ding hier so beiseite einfach. Dann haben wir hier schon ein bisschen mehr Luft. Jetzt gucken wir mal, wie der Luftfilterkasten hier drin sitzt. Ich glaube, die Schraube habe ich schon gelöst hier hinten. So. Dann haben wir hier noch so einen Unterdruckschlauch. Das Ventil hier raushängen und den Kasten zur Seite. So, hier sehen wir jetzt die Lichtmaschine. Wir müssen den Stecker hier hinten einmal lösen. Jetzt hier drauf drücken, einmal abziehen. Dann haben wir hier unten noch einmal das dicke Kabel. Das müsste eine 13er sein. Die lösen wir jetzt einmal auch an. Dann kann das Kabel zur Seite. Und dann müssen wir. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, hier sind da auf jeden Fall noch ein paar Schrauben an der Lichtmaschine. Die lösen wir alle und dann ziehen wir die einmal raus. So, die Schraube ist raus. Das Kabel auch. Ein dickes Pluskabel. Das legen wir erstmal beiseite. Wichtig natürlich, Batterie vorher abklemmen, habe ich ja gerade schon gesagt. Dann lösen wir jetzt die Schrauben um die Lichtmaschine herum und können die dann einmal komplett rausnehmen.
So, jetzt sehe ich gerade, ich kriege die Schraube hier unten nicht raus. Wir müssen dafür einmal den Servobehälter hier aus der Verankerung holen und den einmal kurz beiseite legen. Raus und die Lichtmaschine auch. So, dann geht's weiter. Und zwar jetzt müssen wir hier die komplette Konsole einmal rausnehmen. Hier haben wir ein paar Schrauben. Hier an der Seite ist das noch befestigt. Ich denke mal, wenn wir das jetzt alles gelöst haben, kommen wir da, glaube ich, schon ganz gut dran. Mal an hier, ich habe schon mal den Ölfilterflansch gelöst, aber man sieht da schon ganz gut, dass da richtig Öl steht. Und jetzt hier mal beiseite nehmen. Ja, da unten, ne, liegt halt überall Öl. Wie gesagt, ich baue den jetzt einmal aus, noch zu Ende, und dann gucken wir uns mal die Dichtung an. So, wenn wir uns jetzt hier den Flansch ansehen, können wir jetzt erstmal so nicht viel erkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Also der Öldruckschalter ist auf jeden Fall dicht, hier ist alles trocken. Hier unten ist er halt ziemlich feucht. Na gut, das liegt jetzt daran, weil ich die jetzt gelöst habe. Ja. Mal kurz mal reinleuchten, die Dichtung hier mal rausnehmen. Ja, also jetzt mal ehrlich, der hat gesagt, das wurde letzte Woche erst abgedichtet, vernünftig. Ich gehe dann davon aus, dass man natürlich die Dichtung erneuert und nicht einfach nur, ja, hier so Dichtklatsche hier drauf knallt. Die Dichtung ist total bröselig, das Auto ist seitdem vielleicht 100 Kilometer gefahren. Und normalerweise ist die Dichtung nicht so bröselig. Er hat einer richtig Scheiße gebaut. Was hier mit dem... Ah, das lege ich erstmal beiseite. Dann haben wir hier das Rückschlagventil. Boah, so fest hier. Aber ich sehe doch hier schon, da kommt mir schon die ganze Dichtung am Rückschlagventil entgegen. Also richtige Fuscharbeit einfach nur. Das ist echt der Wahnsinn. Hat das hier eingeklebt oder was, ey? Wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, die Dichtung ist komplett beschädigt. Die ist hier komplett defekt. Das Rückschlagventil ist auch nicht neu gekommen. Soweit wisst ihr, das sind jetzt Teilekosten. Ich habe jetzt gerade bei BMW 16 Euro bezahlt. Das ist echt ein Witz. Ja gut, wir machen das jetzt alles einmal neu. Denn die Vermutung war, dass wenn das Rückschlagventil hier undicht ist, dass sich da eventuell zu viel Druck im... in dem Gehäuse hier aufgebaut hat und das dann ja da rausgespritzt hat auch. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung, was das hier angeht. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich, weil diese Dichtung hier defekt ist und das Ding ja so drin war, ist er hier dran vorbeigegangen einfach und hier dann runtergelaufen auf beiden Seiten.
Das ist echt ein Witz. Wie gesagt, ich habe das ganze Teil neu und die Dichtung. Ja, die müssen wir jetzt natürlich hier irgendwie abkratzen mit dem Schaber. Das alles einmal wegmachen, sauber machen und dann wieder zusammenbauen. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir die Dichtung hier runterkratzen. Das alles hier schön sauber machen. Stopft euch in die Kanäle irgendwas rein, so ein Stofftuch, Papiertücher oder sowas, damit diese Dichtungsreste da nicht alle reinfallen. Danach machen wir das alles vernünftig sauber und bauen halt mit der neuen Dichtung und dem neuen Rückschlagventil alles wieder zusammen. So, nachdem alles abgekratzt ist, ne, und einmal sauber gemacht wurde, das Ölfiltergehäuse habe ich natürlich auch schon mal komplett sauber gemacht soweit. Jetzt können wir die neue Dichtung ansetzen, vorher das Rückschlagventil einbauen. Das hier, ne, das muss jetzt hier einmal so wieder rein. Das benetzen wir vorher einmal ein bisschen mit Öl, dass es hier ein bisschen besser reinflutscht. Und dann kommt die Papierdichtung drauf und dann bauen wir alles wieder, ja, zusammen. So, die Dichtfläche schmieren wir hier minimal mit Dichtmittel ein. Also ich nur so ganz dünn. Wie gesagt, das hat mir der Herr bei BMW empfohlen. Die machen das wohl auch so. So, dann setzen wir hier unsere Papierdichtung einmal an, richten die halt gemäß den Bohrungen einmal aus, drücken die hier an. Das für der Vorteil ist jetzt natürlich, durch die Dichtmasse klebt sich das sofort zusammen. Und dann nehmen wir das Ölfiltergehäuse und setzen das auch einmal dran. So, dann setzen wir das Ölfiltergehäuse hier an. Achten darauf, dass er jetzt gut über das Rückschlagventil rutscht. Okay, super. Weil das war ja der ausschlaggebende Grund, wieso das jetzt wieder undicht geworden ist. So, alle Schrauben wieder rein. Und dann wieder alles schön festziehen. Denkt daran, nicht zu fest ballern. Das sind ganz kleine Schrauben halt nur. Und ich glaube, die kriegen irgendwas zwischen 10 und 15 Newtonmeter. Also ist wirklich nicht die Welt. Lass es vielleicht 20 sein. So, wenn das alles erledigt ist, gilt es jetzt wieder die Konsole hier dran zu schrauben. Das heißt, muss man gucken, wieso. Das heißt, hier an der Seite die Schraube rein, hier die vier Schrauben wieder rein, Generator reinhängen, das Kabel wieder dran setzen und so weiter.
So, den Generator wieder rein, schön an seinen Platz. Schraube hier einmal wieder durchjagen, dann die zweite Schraube hier unten, hier auch einmal wieder alles festziehen, fertig. Ein Schlauch an der Seite, von hinten das Kabel jetzt wieder. Hier einmal blind drüber schieben. Die Mutter hinten wieder drauf. Die Abdeckung nicht vergessen, die hier so dran hängt. Hier drüber stülpen wieder. Dann haben wir den Stecker, der muss hier wieder drauf. Zack. Natürlich habe ich jetzt den Stecker vom Öldruckschalter vergessen. Das heißt, wir brechen uns mal die Hand. So, wo ist er? Da ist er. So, hier ist er. Zack. So. Keine Chance. Okay, das heißt... Okay, blöd von mir. So, einmal hier nochmal lösen. Es müsste jetzt eigentlich reichen, die obere hier rauszuschrauben und die untere nur anlösen. So, einmal hier beiseite. So. Zack, drauf. Wieder zurück. So, weiter geht's. Wir montieren jetzt direkt schon mal den Keilriemen einmal. Der liegt nämlich gerade hier so gut. So, das heißt, so, dann denken hier unter der Servopumpe vernünftig mitzugehen. Beziehungsweise den ziehen wir jetzt erstmal über den Generator hier weg. So. Zack. Unter die Servopumpe. So, darauf achten, dass er wirklich überall vernünftig sitzt. Dann lösen wir die Spannrolle hier wieder. Ziehen das Ding einmal hier über die Lichtmaschine. Und fertig ist er. Den Servoausgleichsbehälter hier wieder an seine Position setzen. Dann Unterlegscheiben drauf. Mutter 1. Und Mutter 2.
So, Luftfilterkasten wieder rein. Dafür muss einmal hier das Gerät hier irgendwie rein. So, diesen Schlauch hier unten wieder auf jeden Fall rein, bevor wir den jetzt reinsetzen. So, den müssen wir jetzt noch ein bisschen drehen. So, Schlauch hier wieder drauf. Zack. Ist das das? Dann haben wir hier den Stecker. Zack. Einsetzen hier. So. Zack. So, und dann setzen wir erst den Luftmassenmesser hier wieder rein. So, und dann die Drosselklappe bzw. den Schlauch an die Drosselklappe hier. So, und dann einfach hier festziehen wieder und dann ist alles wieder soweit zusammengebaut. So, nachdem alles fertig ist, Ölstand kontrolliert, Öl gewechselt, wie auch immer, starten wir einmal die Karre, gucken, ob es jetzt dicht ist. So, der Motor läuft. Wie wir das sehen können, ja, kommt da kein Öl mehr raus. Es ist alles dicht. Und wenn alles dicht ist, dann kann auch die Unterbodenverkleidung wieder drunter und fertig. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War eine ganz angenehme Arbeit. Natürlich blöd, der das ja repariert hat. Aber gut, es ist wieder instand gesetzt. Es hat euch hoffentlich gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.